darf Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen die SG Flensburg. Hanne wird willkommen heißen. Zur Halbzeit konnte sich der HC Erlangen nach einer starken Schlussphase ein 16:12 erkämpfen. Und auch nach der zweiten Halbzeit geht der HC als Sieger vom Feld mit 29:26. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, den Gästetrainer Mike Machulla und den Trainer des HC Erlangen Michael Haas. Zudem darf ich auch den sportlichen Leiter des HC Erlangen willkommen heißen, Raul Alonso. Auch heute geht natürlich die erste Frage an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel heute wahrgenommen? Ja, schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch an Michael und an HC Erlangen zum Sieg heute. Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht über das Ausscheiden im Pokal. Und das war's. Dankeschön. Hassan, jetzt hatte der HC ja dieses Jahr schon einige starke Gegner und auch immer wieder gute Spiele gezeigt. Aber war das vielleicht heute das beste Spiel der ganzen Saison bis jetzt? Ja, Abend zusammen. Danke, Mike, für die Glückwünsche. Wir sind natürlich, bei uns ist die Gefühlslage natürlich eine andere. Wir sind natürlich sehr, sehr stolz, sehr, sehr glücklich über das, was die Mannschaft heute gezeigt hat. Wir hatten ja vor knapp 2 Wochen einen Punkt in Flensburg geholt und wollten heute einfach zeigen, dass das kein Zufall war, dass das nicht die Überraschung war, für die es damals gehalten wurde. Und die Mannschaft hat das heute natürlich mit einer überragenden Tagesform heute sehr, sehr stark gelöst. Ich glaube, der Schlüssel heute für uns war, dass wir in allen Mannschaftsteilen immer in verschiedenen Phasen des Spiels sehr gut zusammen funktioniert haben. Das zeigt auch so die Torschützenliste, die sehr verteilt ist. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass wir einen Clement Verlin hinten im Tor hatten, der zum richtigen Zeitpunkt dann doch da war, als das Spiel zu kippen drohte. Wir wissen, dass Flensburg auch mit Rückständen umgehen kann und auch, wir waren mit 6 Toren vorne, glaube ich, dass sie das aufholen können. Und wir haben zum Glück nur ganz kurz gewackelt, um dann einfach unser Ding weiter durchzuziehen. Und als wir dann einmal dieses Gefühl hatten, dass heute nicht viel passiert, glaube ich, haben wir das dann sehr souverän durchgezogen, waren vorne sehr variabel, hinten stark. Und also ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, dass sie heute so ein Highlight setzen konnte. Nur es geht halt leider sofort weiter. Deswegen dürfen wir das heute kurz genießen und es stehen weitere Aufgaben an. Aber Riesenkompliment an meine Mannschaft, tolle Mentalität gezeigt, auch mit dem Rückstand in der ersten Halbzeit gut umgegangen. Also das war schon eine satte Vorstellung heute. Danke dir. Raul, klasse Start in die Bundesliga und jetzt auch noch gegen Flensburg im Pokal gewonnen. Hast du dir deinen Start beim HC Erlangen so in der ersten Saison vorgestellt? Ja, erstmal guten Abend zusammen. Es geht eigentlich um die Mannschaft und da möchte ich auch mal der Mannschaft gratulieren und auch Hassan für eine hervorragende Leistung, verdient der Sieg heute. Und ich glaube, dass wir uns wirklich auch gut fühlen können nach diesem tollen Start. Es war auch nicht leicht in den letzten Spielen, gerade Berlin und Kiel gespielt zu haben. Und mit dieser Leistung heute haben wir auch gezeigt, dass die Mannschaft auf dem absolut richtigen Weg ist. Es war jetzt nicht nur ein Weiterkommen im Pokal, sondern auch für uns als Team und als Verein ganz wichtig, so ein Erfolgserlebnis gegen eine Top-Mannschaft zu verbuchen. Und dementsprechend kann ich nur gratulieren und bin sehr, sehr zufrieden damit hier. Ja.